Ein ganz herzliches Hallöchen, meine lieben Topfpflanzenfreunde. Ich bin's mal wieder, euer Blacky. Am verlängerten Wochenende, direkt nach Halloween, noch ein bisschen verkatert von der Halloween-Party, aber das macht nichts. Wir befinden uns mal wieder in Warframe mit unserem altbekannten lieben Gold-Silber-Inaros und heute in diesem Video sprechen wir über das brandneue Update, und zwar New Blood. Ich weiß zwar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich gehe mal stark davon aus, es wird irgendwas in die Richtung frisches oder neues Blut sein, aber hey, ich werde jetzt einfach mal nicht hingehen und das Spiel auf Deutsch booten, um das zu checken. Wir reden heute darüber, was es in diesem Update alles Neues gibt, denn es gibt verdammt viele neue Sachen zu entdecken mit diesem Update. Es ist richtig viel dazugekommen. Ich werde euch dann eine quick, nice Overview geben, was da so Neues bei rausgekommen ist. Ins Detail gehen kann ich an vielen Stellen leider auch noch nicht, weil ich das Spiel gerade erst abgedatet habe, mir da ein paar Videos zu angeguckt habe, mal selber reingeschaut habe. Nur, dass ihr mal so ungefähr eine Ahnung habt, was in diesem Update auf euch zukommt. Wir werden über die neuen Kuva Leeches sprechen, die dieses neue Nemesis-System. Wir werden über die Weapon Exilus Modslots sprechen, die auch mit reingekommen sind, über Grendel, den neuen Warframe und über alles andere, was da noch so Schönes bei rumgekommen ist. Ich beschränke mich allerdings auf die wichtigeren Sachen und Kleinigkeiten, winzige Kleinigkeiten, Tweaks oder sonst was, gehe ich natürlich nicht drauf ein. Dafür habe ich euch unten in die Videobeschreibung einen Link zu den gesamten ausführlichen Patchnotes gepackt. Wenn ihr da mal 3 Nachmittage investieren wollt, um die durchzulesen, macht das, da reicht einer nicht für aus. Alles klar, fangen wir mal an. Wir fangen an mit Covards. Es gibt nämlich jetzt eine neue Covard-Rasse und zwar ein, ich habe es mir aufgeschrieben, Vaskar Covard. Die kann man sich im Markt zum Beispiel kaufen. Wo haben wir es? Was? So sehen die aus. Das sind so Vampir-Covered-Viecher. Da schreibt mich einer an, dem wollte ich eben eine Riven abkaufen. Zu spät, ich habe schon eine neue. Vampir-Covards, haben genauso wie Smita-Covards oder andere Covards, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißen, haben ihre eigenen Skills und so weiter, und das ist jetzt die neue Covard-Rasse, die es gibt. Könnt ihr auf 2 verschiedene Arten bekommen. Erstens, ihr nehmt euer Covard mit auf die Plains of Eidolon und findet einen Rudel von diesen Vampir-Covards, die da frei rumlaufen, und lasst euer Covard da ein paar Mal von beißen, damit es selber dazu mutieren kann. Oder ihr geht einfach in den Markt und kauft euch, wie ich das gerade gezeigt habe, dieses Vaskar-Covard-Starter-Kit, womit ihr dann euer Covard dazu mutieren könnt. Ja. Ich habe mal bei Laser in das Video reingeschaut, ich habe mir die Stats mal angeguckt, beziehungsweise die Skills, von denen er da gesprochen hat. Meiner persönlichen Meinung nach ist das Smita-Covered nach wie vor das beste Covered. Das ist halt das, was ich hier auch habe. Aber ja, für die Completionists unter euch, ja, wisst ihr jetzt, wie ihr dieses neue Covered bekommen könnt. Cool aussehen, tut's auf jeden Fall. Dann noch eine Kleinigkeit, ihr könnt jetzt offiziell Mastery Rang 28 werden. Wenn ihr allerdings soweit seid, werdet ihr garantiert dieses Video hier nicht schauen, weil ihr sowieso schon alles wisst. Aber ja, es gibt jetzt genug Items im Spiel, um damit offiziell Mastery Rang 28 erreichen zu können. Woo! Fehlen mir nur noch 7. Alles klar, wissen wir Bescheid. Also das zu den neuen Covards. Kommen wir jetzt, bevor wir gleich zu den großen Sachen kommen, nochmal zum UI-Overhaul, denn das User-Interface wurde ein bisschen umgebastelt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in die Optionen reingehe, dann sieht das alles hier ein bisschen anders aus, als das vorher der Fall war. Also ein bisschen übersichtlicher geworden. Schaut mal in eure Key-Bindings rein. Bei mir, als ich das Update installiert habe, hat er nämlich ein bisschen was von den Tastenbelegungen umgebastelt, so wie das vorher nicht war. Und so sieht das Ganze aus. Was wollte ich jetzt gesagt haben? Ja, so sieht das Ganze aus. So sieht das neue UI in den Optionen aus. Und hier haben wir das neue UI in unserem Arsenal. Das Arsenal wurde nämlich auch ein bisschen entschlackt, sieht jetzt ein bisschen nicer aus. Wir haben jetzt hier 4 Kategorien. Einmal unseren Warframe mit unserem primären Loadout. Und was das hier ist, darüber sprechen wir gleich im Zuge mit den Kuva-Lich-Geschichten. Dann haben wir hier eine Kategorie für unseren Begleiter. Wahlweise Covered Kubrov oder unsere normalen Sentinels. Dann haben wir hier einmal unser Inventar-Wheel, wie wir das umbauen können, so wie wir das halt auch schon von früher kennen. Und dann die 4. Kategorie ist für Arcwing mit Arcwing-Waffen, Arcwing-Melee, dann das Ganze als Heavy Weapon und mit K-Drive. Das heißt, das Ganze... Danke, Ortis, dass du mich unterbrichst. Ne, da haben wir das Ganze ein bisschen übersichtlicher und so. Was ich auch noch anmerken möchte ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt erst durch dieses Update reingekommen ist, aber ihr könnt jetzt für 10 Platin könnt ihr mehrere, also mehr als 3 von diesen vorgefertigten Loadout-Slots hier kaufen. Das heißt, wenn ihr eine Waffe besonders häufig benutzt und zu faul seid und mehr als 3 braucht, dann könnt ihr das jetzt mit ein bisschen Platin erreichen. Gut. Jetzt kommen wir aber mal zu den interessanten Sachen. Und zwar erst zum neuen Warframe. Der heißt Grendel.
Erinnert mich immer an Crysis 2, an die Waffe in Crysis 2, diese Burst Assault Rifle. Grendel, schöne Sache. Grendel gibt es nämlich, es ist leider ein Frame, den man nicht so schnell bekommen kann, wenn man noch ein Anfänger ist. Grendel gibt es durch Arbitrations. Arbitrations werden ja freigeschaltet, indem man, ah ja, das ist übrigens auch neu, es gibt diesen neuen Kamerawinkel in den Ladescreens für die Landingcrafts, finde ich ganz cool. Grendel gibt es aus den Arbitrations. Arbitrations werden freigeschaltet, sobald ihr alle Missionen auf der Sternenkarte fertig habt. Alle. So, wir machen jetzt ein bisschen Fast Travel zu... Was ich suche, ist nämlich Arbitration. Wo sind wir denn hier? Ich mache gleich mal einen kurzen Schnitt rein und schneide zu dem Punkt, wo ich den Raum gefunden habe mit den Arbiters of Hexes. Gut, gefunden. Hier ist der Raum der Arbiters of Hexes. So, kennt ihr ja bereits, da geht ihr hier vorne zu dem Kollegen hin und da könnt ihr dann für Vitus Essenz euch die ganzen Geschichten hier kaufen, die es aus den Arbitrations halt gibt. So sieht das Ganze aus. Da findet ihr hier unten zum Beispiel einmal ein neues Item, eine Sambuca Sculpture. Ist halt für in den Orbiter reinzustellen, sieht ganz schön aus. Und was wir hier unten haben, sind die neuen Grendel-Geschichten. Grendel Chassis Locator, Grendel Neuroptics Locator und Grendel Systems Locator. So wie ich das verstanden habe, sind das so eine Art Keys, um in Missionen reinzukommen. Und wenn ihr dann diese Mission geschafft habt, kriegt ihr einen garantierten Drop dieses entsprechenden Items. Das heißt, kauft ihr euch von Vitus Essenz, die ihr aus Arbitrations bekommt, diese drei Sachen, macht die drei Missionen, habt dann eure Grendel-Parts und gut ist. Selbst habe ich das jetzt noch nicht gemacht, könnte ich aber mal tun. Ich habe nämlich genug Vitus Essenz dafür, aktuell glaube ich am Start. Und ja, das werde ich gleich mal machen. Schaue ich mir mal den guten Grendel an. So, jetzt verlassen wir aber mal das Strata Relay wieder und kümmern uns um die Kuva Leeches. Das wird eine umfangreiche Geschichte, das kann ich euch schon mal sagen. Also, wo fangen wir an? Was sind Kuva Leeches? Kuva Leeches sind so ein bisschen... Wie dieses Nemesis-System aus den Mordor-Spielen, keine Ahnung, ich habe das nie gespielt, weiß nicht, wie das da war, aber das sagen alle, deswegen sage ich das einfach auch mal. Ist halt mehr oder weniger so, es gibt einen großen, bösen Grenier, der aufersteht und ein bisschen zufällig generiert ist und der hasst euch dann und der besucht euch hin und wieder in Missionen, um euch auf den Sack zu gehen. Und irgendwann arbeitet ihr euch darauf hin, den mal komplett zu killen und dann ist das ganz besonders toll. So, mal umgangssprachlich formuliert. Dieser Kuva Leech, den könnt ihr freischalten. Ich persönlich habe es jetzt gemacht, indem ich auf die Mission Adaro auf Sedna gegangen bin. Und dann ist der gekommen und nach der Mission hat er mich kontaktiert und hat gesagt, hey, ich mag dich nicht. Und jetzt ist der mein Kuva Leech. Wenn ihr auf Escape drückt und einen habt, könnt ihr hier neben der Nightwave Intermission dieses Schaltfeld hier anhitten. Und so sieht der gute Typ aus. Das sind... Ich sag mal, random generierte Gegner und die haben Weaknesses, die haben Immunitäten, die haben eine entsprechende Waffe, die ja, haben einen Bonus auf der Waffe, zum Beispiel Feuer 25%, dann seht ihr auch den Birthplace, dass er halt aus dieser Mission kommt und dass er meinen Inaros nicht mag. Die haben auch Skills, so wie in Warframe, das sieht mir hier persönlich ziemlich nach Ember aus und ja... Für diese Kuva Leeches brauchen wir die neue Waffe, die wir haben, und zwar die Parazon. Parazon, das ist so eine Art Assassin's Creed-likes Dolch-Ding am Handgelenk. Und das können wir upgraden. Es hat drei Mod-Slots. Und eigentlich sind es sechs, aber da komme ich jetzt gleich auch nochmal drauf zu. Normal, bevor es zu den Kuva Leeches geht, werden die Dinger benutzt zum Hacken. Vorher seid ihr einfach in die Konsole rangegangen, jetzt geht ihr hin und hämmert das Ding in die Konsole rein und hackt sie auf diese Weise. Macht bis auf die Animation, wie ihr es da rein tut, keinen großen Unterschied. Ist aber die Möglichkeit jetzt hier diese Mod drauf zu tun, dass ihr einfach 8 Sekunden mehr Hackzeit habt. So, Intruder, braucht ihr das nicht mehr auf den Warframe drauf zu tun, war sowieso eine Verschwendung. Für den Warframe könnt ihr das darauf tun. Und ja, dieses Teil wird benutzt, um den Kuva Leech zu finishen, wenn ihr ihn denn wirklich besiegt habt. Das Ganze sieht wie folgt aus. Der Kuva Leech, das kann ich hier mal zeigen, hat hier oben drei Felder. Diese drei Felder geben sozusagen die Kombination von Mods an, die ihr auf den Parazon, also auf diese Klinge, drauf machen müsst, um den Kuva Leech finishen zu können. Solange ihr nicht diese Kombination an Mods habt, wird das nicht funktionieren. Die Frage ist, wie kriege ich diese Mods und wie finde ich heraus, welche Mods das sind? Denn wie man hier sieht, steht da noch gar nichts. Ne? Da steht noch überhaupt nichts. Und genau das erreicht man, indem man Folgendes tut. Ihr seht hier auf der Sternenkarte, hier bei Ceres seht ihr,
dass alles ziemlich rot ist. Das bedeutet, dass Ceres hier, alle Missionen, die rot markiert sind, sind der Einflussbereich von dem Kuva-Leech. Wenn ihr da reingeht, werdet ihr von seinen Schergen, seinen Lieutenants besucht, die ihr ganz normal killen könnt. Wenn die HP auf 0 sind, dann finisht ihr sie einfach mit eurer Parazon und dadurch wird der liebe Kollege hier, also der Kuva-Leech, wird ein bisschen angepisster. Das seht ihr hier an diesem Balken. Je mehr der sich füllt, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Kuva-Leech höchstpersönlich in seinem Einflussbereich vorbeikommt und eben nicht nur seine Lieutenants schickt. Wenn er persönlich vorbeikommt, dann kämpft ihr gegen den und so wie ich das verstanden habe, ich habe das bis jetzt noch nicht gemacht, weil wie gesagt, ich habe gerade erst den Patch durchlaufen lassen, so wie ich das verstanden habe, durch diesen Kampf gegen ihn wird dann ein Mod aufgedeckt, den ihr braucht von diesen dreien. Und dann defeatet ihr ihn irgendwie, ohne ihn zu killen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder er killt euch, keine Ahnung. Und dann habt ihr eins von diesen drei Mod-Dingern herausgefunden. Und das macht ihr halt einfach so oft, bis ihr dann wisst, welche Kombination von drei Mods ihr braucht, um den guten Kollegen zu killen. Jetzt ist die Frage, was für Mods, Blacky, sind das überhaupt? Und du hast doch jetzt schon Intruder drauf, dann passen ja nur noch zwei. Stimmt nicht ganz. Sobald ihr... Es ist eine neue Mod-Klasse, ist das. Die heißen... Requiem-Mods, meine ich, heißen sie. Und sobald ihr einen davon besitzt, erscheinen drei neue Mod-Slots über den dreien von dem Parazon. Das heißt, ihr habt hier drei normale Mod-Slots für so Sachen wie Intruder und oben drüber erscheinen dann nochmal, sobald ihr den ersten davon besitzt, drei Mod-Slots für halt die Requiem-Mods, um da reinzutun. Und diese drei Requiem-Mods müsst ihr da in der richtigen Kombination reintun und dann könnt ihr damit den Kuva-Leech finally finishen. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr entweder die Chance, ihn zu töten und seine Waffe an euch zu nehmen, oder ihn sozusagen zu eurem Schergen zu machen, dann könnt ihr ihn nämlich als Begleiter auf eure Missionen mitnehmen. Ist eine ganz coole Sache, finde ich. Und es gibt jetzt auch mehrere neue Kuva-Waffen, zum Beispiel die Kuva Karak hier, die der gute Kollege hier bei sich trägt, eine Kuva Kom, eine Kuva Quartak, eine Kuva Optik, nee, nicht Optikor hier, dieser Raketenwerfer, den immer die großen Grenier tragen. Gibt eine Menge Kuva-Waffen, auch eine für einen Arkwing, glaube ich. Und wenn ihr ihn killt, dann bekommt ihr die Waffe. Auf der funktionieren, soweit ich das in den Patch Notes gelesen habe, aber auch Rivens, was ziemlich cool ist. Und wenn ihr ihn killt, bekommt ihr die Waffe. Wenn ihr ihn nicht killt, behält er die Waffe, aber ihr behaltet ihn. Könnt ihr euch entscheiden, wie ihr da Bock drauf habt. Ich bin ganz froh, dass ich den mit der Karak bekommen habe, weil die Stats auf dem Ding sehen verdammt gut aus. Lassen sich übrigens irgendwo auf Reddit oder in den Foren finden. Die Stats, die auf diesen neuen Kuva-Waffen drauf sind, sind sehr, sehr nice teilweise. Wirklich sehr nice. So, kommen wir jetzt aber mal dazu, wie kommt ihr an diese Requiem-Mods überhaupt dran, die ihr braucht? Wie sieht das Ganze aus? Gehen wir mal hier rein und da sehen wir hier Requiem-Mods. Gibt es vier Stück von Requiem 1, 2, 3 und 4 Relic und wenn ihr das mal anklickt, gibt es Relikte. Hätte ich vielleicht sagen sollen, ja. Mods sind in Relikten drin. Hey, es gibt Requiem-Relikte und diese Relikte können Requiem-Mods enthalten. So sehen die ganzen Mods hier aus. Requiem-Relikte bekommt ihr, indem ihr hingeht und auf der Sternenkarte... wo sind wir? Das ist Kuva Fortress. Wenn ihr auf der Sternenkarte diese Kuva-Siphon oder Kuva-Flood-Missionen macht, habt ihr eine gewisse Chance, bei der Kuva-Flood mehr als bei den Kuva-Siphons, dass ihr eins von diesen vier Relikten gedroppt bekommt. Und aus diesen Relikten könnt ihr dann auf der Kuva Fortress ein Relikt an Boxing wollte ich gerade sagen. Ihr wisst, was ich meine. Ihr nehmt ein Relikt mit in die Mission. So eine normale Fischer-Mission existiert auf dem Kuva Fortress Tileset und da könnt ihr dann speziell nur diese Dinger hier mitnehmen, um sie dann zu öffnen. Ganz normal wie andere Relikte auch. Nur können hier viel coolere Sachen drin sein. Zum Beispiel ein Riven Sliver oder wie das heißt. Slivers. Ja. Das ist so ein Splitter. Wenn ihr genug davon habt, dann könnt ihr daraus eine Riven machen. Ist eine coole Sache. Ihr könnt Kuva rausbekommen, einen Ember-Stern, verschiedene von diesen Requiem-Mods oder ein Exilus Weapon Adapter Blueprint. Darauf kommen wir jetzt gleich auch noch zu sprechen. Wie ihr seht, gibt es hier verschiedene von diesen Requiem-Mods, die ihr dann aus den Relikten rausbekommt. Und das sind halt die, von denen ihr dann eine Kombination von drei Stück auf euren Parazon drauf machen müsst, um dann den Kuva-Leech finally und endgültig töten zu können. So sieht das aus. Viel Glück beim Relikte erfarmen, viel Glück beim Uncracking und so weiter. Ich persönlich würde mir ja so einen hier wünschen. Oh boy. Aber ja, so sieht das dann aus. Dann könnt ihr damit den Kuva-Leech killen. Und ich sag immer Leech, ne? Ich meine Leech. Kuva-Leech. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Keine Ahnung. Aber ja, so sieht das Ganze aus. Ihr bekommt die Relikte aus den Kuva-Missionen. Macht dann damit die spezielle Relikt-Mission. Ich kann euch das auch nochmal zeigen hier. Oben bei den Fischers seht ihr die. Zack, hier unten.
Kuva Fortress Level 60 bis 70, das heißt, da sind die Gegner schon ein bisschen heftiger von Anfang an, könnt ihr dann, ja, diese neuen Relikte öffnen, um die Sachen da rauszubekommen und dann euren Kuva Leech besiegen. So sieht das Ganze aus. Aber jetzt, meine lieben Top-Pflanzenfreunde, kommen wir nochmal auf eine andere große Sache zu sprechen. Und zwar sind finally und endgültig die Weapon Exilus Mods da. Ja, Warframes haben das ja schon lange. Wie man hier sieht, oben der Exilus Mod-Slot. Den gibt es bei Warframes schon lange. Bei Waffen ist der jetzt durch das Update dazugekommen. Und ich bin richtig, richtig excited. Die Sache ist halt die. Ich habe immer kritisiert, das habe ich schon eine ganz lange Zeit gesagt, Sachen wie mehr Munition, mehr Feuerrate, weniger Rückstoß und so. Diese Mods gab es ja schon vorher. Nur man hat sie halt nicht auf die Waffe drauf gemacht, weil hey, du hast nur 8 Slots und du kannst halt auch einfach 8 Slots mit Mods belegen, die deine Waffe stark machen. Warum sollte ich dann einen Mod drauf tun, der mir mehr Munition gibt? Das steht in keinem Verhältnis, versteht ihr, was ich meine? Und genau dafür ist jetzt dieser neue Mod-Slot da. Da könnt ihr nur Exilus-Mods drauf tun. Das sind Mods, die sozusagen die Quality of Life eurer Waffe verbessern. Die machen die Waffe nicht stärker, da gibt es nicht mehr Damage oder mehr Feuerrate raus. Das sind so Sachen wie weniger Rückstoß oder du kannst mehr Munition bei dir tragen, du kannst die Waffe schneller wegstecken und rausziehen, du bewegst dich schneller beim Zoomen, solche Sachen. Sachen, die einfach das Gameplay-Feeling der Waffe verändern, die die Waffe angenehmer zum Spielen machen, aber nichts an dem wirklichen, an den Balancing-technischen Sachen der Waffe ändern. Finde ich persönlich sehr geil, weil ich mich jetzt nicht mehr entscheiden muss, ob ich lieber mehr Damage mache oder genug Munition dabei habe. Ihr könnt einfach beides jetzt haben, was eine sehr, sehr coole Sache ist. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, diesen Mod-Slot hier unlockt ihr, indem ihr einen hier Exilus, Weapon Exilus Mod Adapter Dingsbums da aus einem dieser Relikte herausbekommt. Hier unten seht ihr es. Wenn ihr diese Blueprint habt, könnt ihr das Ding bauen und damit könnt ihr dann einen von den Exilus Mods hier auf eurer Waffe freischalten. Oder ihr kauft euch das Ganze einfach für 20 Platin. Aber ja, was sind da so für Mods am Start? Das schauen wir uns jetzt mal an, weil es ist extrem interessant, habe ich mir eben schon angeschaut. Da kommen ein paar interessante Mindgames mit rein. Als allererstes, Stabilizer ist dabei, weniger Waffenrecoil. Klingt fast so, als wenn es wie gemacht für die Gorgon wäre und die Gorgon dadurch plötzlich viable würde. Glaubt mir eine Sache, meine lieben Top-Pflanzenfreunde, nein. Spielt die Gorgon nicht, die Gorgon ist scheiße. Denn wenn ihr sie viel spielen würdet, würde die Riven-Disposition der Gorgon ja runtergehen und das heißt, euer Blacky müsste ganz doll weinen, weil seine tolle Lieblingswaffe mit seiner tollen Lieblingsriven nicht mehr schön ist. Das heißt, tut mir bitte den Gefallen, macht mich nicht traurig, spielt bitte nicht die Gorgon. Nein, Spaß beiseite. Die Gorgon profitiert extrem von diesem Modslot, weil ihr durch Stabilizer halt die Gorgon vom Gefühl her einfach spielbar macht. Der Rückstoß ist nicht mehr so ekelhaft, dass ihr Kopfschmerzen davon bekommt. Es ist einfach gut, okay? Nur mal so als Beispiel, es gibt auch andere Waffen mit viel Rückstoß, da könnt ihr einen Stabilizer reinhauen. Genial, ja? Nur, ich bitte euch trotzdem, spielt bitte keine Gorgon. Ich will nicht, dass meine Riven-Disposition runtergeht von meiner Lieblingswaffe. Schnüff, schnüff. Jetzt aber mal Spaß beiseite. Das ist so eine Sache, die ist schon ziemlich cool. Dann hier für Anfänger besonders das hier interessant. Ammo Maximum, 90% mehr Munition. Braucht man nicht mehr unbedingt Carrier mitzunehmen. Ist eine tolle Sache. Dann haben wir noch? Tactical Reload. Die Waffe lädt sich mit der Zeit automatisch nach, wenn ihr sie nicht in der Hand habt. Auch eine sehr coole Sache, wie ich finde. Dann habt ihr hier mehr Zoom, wenn ihr es denn braucht. Ich persönlich hätte lieber eine Mod mit weniger Zoom, damit es angenehmer zu spielen ist, aber hey. Holster Speed ist halt schneller wegstecken. Vigilante Supplies ist eine Ammo Conversion, also im Prinzip das gleiche wie, wo haben wir ihn? Rifle Ammo Mutation, ich kann mal wieder nicht reden. Macht halt, das war vorher auch eine Mod für die Waffe ganz normal, dass die Drops, die Munitionsdrops, nicht mehr für alle verschiedenen Waffen sind, sondern nur noch für Rifle. Das heißt, wenn ihr ein Gewehr dabei habt, die Mod drauf, dann ist jeder Munitionsdrop Gewehrmunition. Ist eine super Sache, weil ihr damit keinen Carrier mehr braucht, um euch Munition zu besorgen, weil, ja, ihr könnt das jetzt ohne Carrier machen durch diese Mod. Ist eine super Sache, wenn ihr halt keinen Carrier mitnehmen wollt, wenn ihr sagt, ich hätte jetzt lieber mein Covered dabei oder, ne, braucht ihr halt keinen Carrier mehr, habt ihr eure Munitions-Economy damit halt einfach gefixt. Oder hier, Waffen sozusagen als Silencer, Waffen machen keine Geräusche mehr oder die Gegner hören euch nicht mehr, wenn ihr schießt. Dann haben wir nochmal Ammo Drum oder Agile Aim, Movement Speed While Aiming. Finde ich persönlich sehr cool als jemand, der gerne Argon Scope benutzt, was ja nur funktioniert, wenn ihr reingezoomt seid. Finde ich Agile Aim eine sehr nice Sache, weil ihr euch schneller bewegen könnt, wenn ihr am Aimen seid.
ist eine coole Geschichte, mag ich, werde ich wahrscheinlich auch häufig benutzen. Weil Precision ist im Prinzip das gleiche wie Recoil Reduction, nur dass der Recoil hier noch stärker reduziert wird, aber auf Kosten der Feuerrate. Was heißt, wenn ihr irgendeine Waffe habt, die gar nicht geht, ja, weil Precision geht auch. Vigilante Supplies ist das gleiche wie Rifle Ammo Limitation, nur besser, weil es den Vigilante-Effekt hat, dass ihr nochmal 5% Chance bekommt, die Crits zu erhöhen, genau wie bei Vigilante Armaments und das, was auf dem Warframe ist, wo ich den Namen gerade vergessen habe. Aber worauf ich wirklich hinaus will, das muss ich noch ausprobieren, aber rein in der Theorie könnte sich die komplette Waffenmod-Meta dadurch ändern. Die komplette. Guided Ordnance ist eine Mod aus dem Acolyte-Event, wenn ich mich recht erinnere, sollte allerdings nicht allzu teuer im Markt sein. 30% Accuracy while aiming for 9 seconds, wenn ihr einen Gegner getroffen habt, also eigentlich immer. Warum ist das jetzt so toll? Der clevere Zuschauer wird sich jetzt wahrscheinlich gedacht haben, warte mal, Heavy Caliber, minus 55% Accuracy, dafür sehr, sehr, sehr viel Damage. Kann man ja auf den meisten Waffen nicht benutzen, weil sie dann zu unakkurat werden, nicht wahr? Aber was wäre denn jetzt, wenn man zufälligerweise, nur mal ganz hypothetisch, Guided Ordnance drauf hätte, was wieder 30% Accuracy drauf macht, wodurch das hier zu minus 15% Accuracy würde bei 165% mehr Damage. Wie gesagt, ich muss es ausprobieren. Ihr habt ja in meinem Waffenbuild-Guide schon gesehen, die Kalkulation von Heavy Caliber, wie sich das jetzt genau auf den Accuracy-Wert hier oben auswirkt, ist nicht immer so ganz nachvollziehbar. Das sind nicht immer 55%, sondern irgendwas zwischen 90 und gar nichts. Ja, also die 55%, die stimmen ja vorne und hinten nicht. Aber rein hypothetisch könnte es sein, dass das hier und das hier sich irgendwie ausgleichen und wegcanceln, sodass Heavy Caliber plötzlich auf jeder Waffe gefühlt viable wird. Nur mal so als kleinen Gedankenanstoß im Hinterkopf behalten. Das ist mir nämlich aufgefallen und ich werde das jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Absolut, ich werde das ausprobieren und dann wird jede Waffe komplett umgebaut. Das war's. Junge, da wird alles umgebaut. Das war's. Wollte ich es nur noch mal so gesagt haben. Ich bin da jetzt etwas ausführlich drauf eingegangen, weil ich euch einfach mal die ganzen neuen Mods und den neuen Mod-Slot nahebringen wollte. Und ja, ist ein etwas umfangreiches Video hier geworden. Ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe euch gesagt, wo ihr Grendel herbekommt. Ich habe euch das neue Kuva-Leech-System erklärt, den neuen Covered erklärt. Dann die neuen Mods und den neuen Mod-Slot vorgestellt, wobei die Mods gab es vorher schon, nur die habt ihr wahrscheinlich nicht auf dem Schirm gehabt, weil ihr sie sowieso nie benutzt hättet. Jetzt könnt ihr sie benutzen und sie sind absolut empfehlenswert teilweise. Eine Sache, die habe ich noch vergessen. Tada! Communication Inbox. Ihr habt im Zuge dieses Updates einen Legendary Core bekommen und ein Former-Bundle und ein 7-Tage-Affinity-Booster. Warum das Ganze? Weil jetzt die neuen Mod-Slots reingekommen sind. Will heißen, ihr braucht ja, wenn ihr jetzt noch eine 9. Mod drauf machen wollt, sehr viel mehr Kapazität. Das heißt, mehr Formas drauf tun. Das heißt, die Waffe immer wieder neu hochspielen. Deswegen bekommt ihr ein paar Gratis-Formas und ihr bekommt einen 7-Tage-Affinity-Booster, um die schneller hochleveln zu können, damit das Ganze für den Anfang halt auf 1-2 Waffen direkt sozusagen von right from the get-go machbar ist für euch. Finde ich eine sehr nette Sache. Und den Legendary Core bekommt ihr, um euch damit eine beliebige Mod auf Maximum zu hauen. Legendary Core bedeutet ja, ihr könnt damit eine Mod von Level 0 auf Max Level hauen, ohne dafür Endo oder Geld bezahlen zu müssen. Normalerweise werden die Legendary Cores gerne verkauft für ein bisschen Platin, aber da jetzt jeder so einen bekommen hat, wird der Marktpreis halt garantiert total in den Keller gehen. Und wenn ich jetzt mal hingehe und sage Rarity und ich nehme mir den hier zum Beispiel, wenn ich jetzt mal sage, ich will mir hier diesen Prime-Mod von Level 0 auf Level 10 hauen für 40.000 Endo und 2 Millionen Credits, ja, kann ich halt auch einfach sagen, ich nehme den Legendary Core und habe das einmal gratis. Meine persönliche Meinung in der aktuellen Marktsituation, verkauft den Legendary Core nicht, sondern benutzt ihn auf irgendeiner Prime-Mod, auf irgendeiner Mod, die 10 Level hat und besonders fucking teuer ist, was Endo angeht. Ich würde es gar nicht mal auf einer Silber- oder Gold-Mod machen, sondern wirklich auf einer Prime-Mod, weil nur da lohnt sich das auch richtig. Aber ja, ich würde ihn benutzen. Mal schauen, auf welche Mod ich ihn draufhaue.
Und noch eine Sache, die mir gerade einfällt, die ich vergessen habe. Es gibt natürlich ein Mealy-Rework. Ich habe ja schon seit Ewigkeiten erzähle ich immer von Mealy 3.0 und dass das bald kommt und so. Jetzt ist es immer noch nicht so weit, ja. Aber Mealy 3.0 sollte insgesamt, war das von Anfang an auch schon geplant, in 3 Schritten released werden. Den ersten Schritt haben wir schon vor einer ganzen Weile gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was da geändert wurde. Der zweite Schritt ist jetzt im Zuge dieses Updates gekommen und er macht, dass sich ein paar Mealy-Sachen ändern. Zum Beispiel Spin-Builds, wie sie bisher gespielt wurden, sind nicht mehr so viable, weil zum Beispiel Maiming Strike, glaube ich, hieß die Mod, nicht mehr so stark ist. Die haben ein paar Mealy-Mods umgeändert, sind hingegangen. Ich kann das mal gerade hier an meiner Waffe hier zeigen. Die Waffenstats werden jetzt ein bisschen anders angegeben. Und ihr habt jetzt, wo habt ihr es? Range. Range wird jetzt absolut in Metern angegeben. Die Range meines Dolches ist 1,7 Meter. Das heißt, wenn ihr jetzt hingeht und Reach, da haben wir es, Reach. Reach gibt jetzt nicht mehr prozentual einen Aufschluss über die Range. Das heißt, wenn ihr Reach reinhaut, ist es nicht so, du bekommst so und so viel Prozent mehr Range auf das, was deine Waffe schon hat, sondern einfach einen absoluten Wert dazu. Primed Reach ist halt mehr. Wenn ihr es voll macht, habt ihr dann halt 3 oder so. Finde ich ganz interessant. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Die Sache ist halt, wenn die Veränderung durch den Mod nicht mehr prozentual, sondern absolut ist, dann ist die Frage, wie wirkt sich das auf die Waffen aus? Das heißt, eine Waffe, die eine große Base-Range hat, würde durch eine prozentuale Veränderung sehr viel stärker profitieren als durch eine absolute Veränderung. Hingegen ein Dolch wie der hier, der halt, weil er ein Dolch ist, keine Range hat, so gefühlt, ne, wird durch einen Reach-Mod, der absolut ist, sehr, sehr viel stärker, weil wenn ich jetzt hier den voll mache und dann plus 3 Meter Range bekomme, habe ich mit dem Dolch halt fast 5 Meter Reichweite. Ist schon sehr interessant. Wie gesagt, keine Ahnung, ich beschäftige mich auch bis jetzt noch nicht so sehr mit Mealy. Das kommt erst, wenn das neue Update raus ist. Deswegen nur mal so nebenbei, schaut euch mal eure Mealy-Mods an, vielleicht hat sich da was geändert. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Halte da mal die Ohren steif, halte euch natürlich auch auf dem Laufenden. Aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich alles, was ich gesagt haben wollte. Bis darauf, dass ihr hier noch, bevor es ausläuft, Arlos Flame. Okay, wenn das Video online ist, ist das Event sowieso schon vorbei, deswegen vergesst, was ich hier sage. Mir fehlt da noch was, ich werde es aber nicht machen, weil ich es Cancer finde und es mir keinen Spaß macht. Aber gut, ja, das war alles. War jetzt wahrscheinlich viel zu lang und ihr habt wahrscheinlich alle schon längst weggeschaltet, aber jetzt wisst ihr, was euch im neuen Update so erwartet. Ich gebe euch keine Garantie für all das, was ich hier gesagt habe. Ich schätze, da war, keine Ahnung, 10-20% vielleicht auch nicht so ganz korrekt dran, weil ich es halt selber noch gar nicht angespielt habe wirklich und das jetzt machen werde. Das war eine Impression des neuen Updates, viel neuer Content drauf und ich wünsche euch viel Spaß, das alles auszutesten und euch anzuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und vor allen Dingen einen Kommentar da, um den lieben YouTube-Algorithmus zu schmeicheln, damit er mehr Leute hier hinschickt und ich Fame werde und ganz viel Geld machen kann, weil ihr wisst ja, das ist das Einzige, worum es mir im Leben geht. Und wenn ihr mehr Videos für Warframe von eurem lieben Blackie hier nicht verpassen wollt, dann lasst ihr auch ein Abo und ein Glöckchen da, damit ihr nichts verpasst. Würde mich freuen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was ihr über die ganzen neuen Features im neuen Update denkt, was ihr über dieses neue Leech-System denkt, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, what? Nee, habe ich keinen Bock drauf, geht mir nur auf die Nerven. Lasst es einfach mal in den Kommentaren, würde mich mega interessieren, würde mich auch freuen, wenn ich da mit euch in den Kommentaren eine kleine Diskussion drüber führen könnte. Und ohne weiter eure Zeit zu verschwenden, signe ich mich jetzt mal aus, sage euer Blackie. Bis zum nächsten Mal.